Unser Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dennoch wird sie immer wieder verletzt. Menschen werden diskriminiert, weil sie ausgeschlossen werden aus verschiedenen Lebensbereichen. Sie können nicht teilhaben. Aber Teilhabe ist ein Menschenrecht, ein weltweites Menschenrecht, garantiert von den Vereinten Nationen. Menschen werden ausgeschlossen durch Barrieren, auf die sie stoßen, in allen Lebensbereichen, in der realen Welt, aber auch wie in der digitalen Welt. Als ITlerin lege ich meinen Fokus auf die digitale Welt. Es passiert, es ist dramatisch, dass die IT, obwohl Inklusion, gelingende Inklusion doch so gewünscht ist, zuweilen eher Exklusion schafft als Inklusion. Sie verhindert die gelingende Teilhabe nämlich durch Barrieren, auf die Menschen stoßen. Deshalb ist der Ruf nach Barrierefreiheit mehr als berechtigt. Am 22.07. dieses Jahres hat die Bundesregierung daher das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz eingeführt. Interessiert keinen so wirklich, sagt auch keinem was, weil wir zumeist 5 großen Irrtümern unterliegen im Kontext von Barrierefreiheit und Teilhabe. Irrtum Nummer 1 ist, betrifft mich nicht. Schaut man sich aber IT-Lösungen und deren Nutzung, also Webseiten, Software und Apps an, dann merkt man, dass man schon im Kleinen und bei Kleinigkeiten auf Barrieren stößt. Hier deshalb mal ein paar Zahlen. 30% aller Bundesbürger brauchen eine Sehhilfe, um zum Beispiel Texte auf ihren Smartphones lesen zu können. 25% unserer Bundesbürger sind Senioren. Sie fühlen sich oft von Technologien überfordert, von neueren Technologien überfordert und werden dadurch ausgeschlossen. 20% unserer Bundesbürger haben einen Migrationshintergrund. Besonders Amtssprache in digitalen Lösungen macht ihnen schwer zu schaffen. 14% unserer Bundesbürger sind sogenannte funktionale Analphabeten. Sie können nicht richtig lesen und schreiben. IT-Lösungen sind oft textlastig, das heißt, sie sind komplett aus der Teilhabe ausgeschlossen. Und 10% aller Männer sind farbenblind. Sie erleben die Welt grau in grau. Das sind alles nur vermeintliche Kleinigkeiten, woran man scheitert bei der Nutzung von IT-Lösungen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eine dieser krassen Behinderungen wie blind sein, taub sein, im Rollstuhl sitzen oder dement sein. Wie viel schlimmer wäre es? Man muss also sagen, Barrierefreiheit geht jeden von uns etwas an. Mir blühen noch 4 weitere Irrtümer, die ich aufzuklären habe, nämlich brauche ich nicht, lohnt sich nicht, habe ich schon und es ist viel zu teuer und viel zu kompliziert. Sie sehen, ich habe also ganz viel Überzeugungsarbeit vor mir. Mein Name ist Peggy Reuter-Heinrich und ich trete an für eine digitale, barrierefreie Welt, an der alle Menschen teilhaben können, ohne durch Ausschluss diskriminiert zu werden. Ich suche dafür Mitstreiter und freue mich sehr, wenn Sie auf mich zukommen, mich einladen, mit mir sprechen und mit mir gemeinsam die IT-Welt ein Stück menschenwürdiger und menschenfreundlicher machen. Vielen Dank.